Hallöchen, ich bin Paul Scharner und werde euch meine Top 11, aber ich kann es nicht versprechen, ob es 11 sind, sondern es werden vielleicht mehr, also Top, sagen wir mal 14 vorstellen, weil ich mich teilweise nicht entscheiden kann, möglicherweise zwischen zwei Spielern. Da ist gleich das Torwartproblem. Ich schreibe da jetzt mal eben den Weltmeister-Tormann und Torhüter des Jahres oder Welttorhüter Neuer hin. Und im gleichen Atemzug, weil der mich auch sehr imponiert hat, war Edwin van der Sar. Beide eigentlich denselben Spielstil, sehr offensiv, gut auf der Linie und immer versucht, eben die eigene Mannschaft in das Offensive zu bringen. Dann fangen wir links an. Als Österreicher kann man ja im Prinzip nur einen Namen hinschreiben und ich sehe ihn auch an dieser Position am stärksten, Alaba. Innenverteidigung, ich will mich jetzt nicht selbst aufstellen, Spaß beiseite, ich schreibe auf alle Fälle, ich habe mir da kurz ein paar Notizen gemacht, würde ich definitiv Terry hinschreiben und den jungen französischen Innenverteidiger von Real Madrid, dem seinen Namen kann ich leider nicht schreiben. Weißt du denn wer? Wie man den genau schreibt? Ja. Ja? R-A-N-E. Genau, Varane. Und auf der rechten Seite, das ist immer mein Steckenpferd. Wir haben ja früher immer eben von der FIFA die Top 11 machen müssen oder auswählen müssen. Das war so eine Gewerkschaftsgeschichte und mir ist nie ein rechter Verteidiger eingefallen, weil ich jetzt nicht unbedingt ein Fan bin von Philipp Lahm, Entschuldigung, Deutschland. Und ich würde da jetzt einmal hingeben den Valencia, Ex-Kollege. Aus Wiegenzeiten ist dann eben gewechselt zu Manchester United und ist noch immer dort, spielt aber manchmal eben auch rechts Mittelfeld. Aber ich glaube, für diese Aufstellung reicht es, dass er rechts hinten spielt. Dann Mittelfeld, natürlich bin ich etwas englischlastig, würde ich herschreiben Gerrard und weiter vorne Lampard. Mit den D, mit dem Lampard. So. Lampard, ist wurscht, versteht man eh. Und vorne, ganz vorne in der Spitze, würde ich sehen den Thierry Henry, der hat mich gleich einmal wissen lassen, was englische Premier League ist. Der hat uns ein paar Mal mit Arsenal zerschossen. Henry. Rechts werde ich spielen mit Ronaldo. Auch noch dazu mal das erste Mal Weltfußballer 2008 bei Manchester United. Und links werden wir spielen lassen. Wen nehmen wir da? Iniesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann brauchen wir noch einen zweiten Stürmer. Rooney. Ersatzbank schreibe ich da auch noch her. Das wäre sonst schade im Prinzip, das ist definitiv Drogba. Dann Deves. Haben wir noch Bergkamp und Vidic, Verteidiger brauchen wir auch Vidic und Klose. Ja, das ist meine Top 11 mit Ersatzbank, alle Spieler, mit denen ich gespielt habe oder gegen die ich gespielt habe. Vielen Dank.